Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch ein neues Item vorstellen, was ich mit ein paar Kommandoblöcken gebastelt habe. Und ja, das ist das hier. Ein schwarzes Loch. Das ist dafür gedacht, um Objekte, die stören, die man einfach schnell entfernen möchte, wie gesagt, einfach schnell zu entfernen. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Oder, nein, ich stelle es euch einmal kurz vor. Hier drüben haben wir ein Gehege, da setze ich mal ein paar Schafe hin. Ein paar viele Schafe. Und damit es ein bisschen chaotisch wird, habe ich hier noch eine kleine Mechanik, die dafür sorgt, dass Schafe, die auf Erde stehen, also nicht auf Gras, ihrem nächsten Schaf den Schwebeeffekt geben. Und welche Schafe sorgen dafür, dass Erde ist? Die Babyschafe. Darum erzeugen wir mal ein paar Babyschafe, die knabbern dann das Gras an und dann beginnt auch schon gleich das Chaos. Ein paar Sekündchen noch, sobald die Schafe anfangen zu futtern. So, jetzt geht's auch schon los. Und wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, ist es immer noch so, dass man, wenn man den Schwebeeffekt hat, natürlich Schaden kriegt, wenn man danach auf den Boden fällt. Was aber auch passiert, ist, dass wenn man schwebt und dann in der Luft, nachdem man ein bisschen runtergefallen ist, nochmal den Effekt kriegt, nicht wieder die Höhe abgezogen wird. Also ich sag mal, man schwebt 10 Blöcke hoch und dann fällt man 5 Blöcke und kriegt wieder den Schwebeeffekt und schwebt wieder 5 hoch, bis man dann wieder auf 10 ist und dann auf den Boden fällt. Dann kriegt man aber nicht den Schaden für 5 oder für 10, weil man ja aus Höhe 10 gefallen ist, sondern für 20, soweit ich weiß, also so ungefähr. Das heißt, das addiert sich immer. Dadurch ist das hier bei diesen Schafen, die hier so schweben, so als würden sie einfach aus 100 Metern Höhe fallen. Darum überleben die das auch leider nicht. Normalerweise würde denen diese Höhe ja nichts anhaben. Ja, okay, doch, die Höhe schon. So. Darum geht es aber eigentlich gar nicht, sondern dass wir hier ein bisschen Chaos haben und das haben wir jetzt. So, hier haben wir unser Item. Hier steht, Vorsicht, zieht Objekte an und zerstört sie. Wie ihr auch bestimmt merkt, wird man dadurch langsamer. Das ist einfach so ein Effekt, was ich da hinzugefügt habe. Also, man muss es mit Q aus dem Inventar werfen und was dann passiert, es zieht nach und nach die ganzen Objekte an und ja, tötet sie dann. Das ist auch wirklich dadurch entstanden, dass ich hier mit den Schafen gespielt habe. Und dann waren überall die ganzen Items und ich wollte die loswerden. Ja, und dann habe ich mir halt dieses Item ausgedacht. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch erstmal hier. Also als allererstes haben wir hier dieses Item. Das ist einfach eine Enderperle. Und die hat den Namen Schwarzes Loch. Dann kommt halt noch diese Beschreibung dazu und dann noch zur Spielerei dieses Attribut, das mich halt ein bisschen langsamer werden lässt, wenn ich es in der Hand halte. So, hier haben wir unsere Kommandoblöcke. Als allererstes führt der Spieler, der nächste Spieler, das ist in dem Fall ich, das bin in dem Fall ich, ich füge einem Item, was nicht den Tag Black Hole hat, den Tag Black Hole hinzu, also ist Black Hole, wenn es ein Item ist, was in einem Tag, in einem Display, den Namen Schwarzes Loch hat. Das heißt einfach, dass es ein Item ist, das halt diesen Namen hat. Es sind halt hier so geschachtelte NBT-Daten. So, als nächsten Schritt, nachdem wir hier jetzt ein Item haben, was auf dem Boden liegt und diesen Tag hat, fügen wir diesem Item dann auch noch einen Namen hinzu. Das heißt, dass wenn es so rumliegt, auch den Namen anzeigt. Wenn ich das Ganze hier nämlich abschalte, dann liegt hier einfach nur eine ganz normale Enderperle, die halt einen besonderen Namen hat. Aber man sieht das nicht, wenn es zum Objekt wird. Dafür dieser Befehlsblock. So, dann der zweitwichtigste Befehl, oder eigentlich schon der wichtigste. Dieses Objekt, was den Tag is Black Hole hat, führt bei einem Objekt, was den Tag on Ground hat und den Radius 0, also bei sich selber, diesen Befehl aus, nämlich dass Entity, die nicht den
Tag Black Hole haben und kein Spieler sind und in einem gewissen Bereich sich befinden, also Mindestradius 1 Block, Höchstradius 15 und immer 1, diese werden zu diesem Item teleportiert, also zum schwarzen Loch. Das heißt, wenn hier jetzt ein Item ist, dann wird es einfach darüber gezogen. Was es mit diesem On-Ground auf sich hat, das zeige ich euch mal kurz hier drüben. Das habe ich hier einzeln gemacht, damit man das auch später noch für andere Funktionen benutzen kann. Es wird einfach einem Objekt, was den Tag Black Hole hat, damit sich das hier jetzt nur auf das hier bezieht, wenn es auf dem Boden liegt, also in den NBT-Daten wird ja gespeichert, ob es auf dem Boden liegt oder nicht. Und wenn es auf dem Boden liegt, dann kriegt es von mir noch den Tag. Und wenn es nicht mehr auf dem Boden liegt, wieder abgezogen. Damit ich halt erkennen kann, ob es auf dem Boden liegt. Damit das auch wirklich nur seine Funktion ausführt, wenn es auf dem Boden liegt. So, und jetzt einer der wichtigsten Befehlsblöcke. Nochmal ungefähr das gleiche wie beim Teleportieren. Doch jetzt werden Objekte zerstört, also getötet, die kein Spieler sind, damit ich nicht draufgehe, und die den Tag Black Hole nicht haben und sich in einem Radius von 1 befinden, bei diesem Item, getötet. Das ist eigentlich auch schon das Wichtigste. Wird hingezogen und getötet. Das geht leider so schnell, dass man das nicht sieht. Wenn man aber, wie ihr eben gesehen habt, mehrere davon hat, wie hier ganz viele Schafe, dann werden die nacheinander gezogen, weil immer nur eins davon angezogen wird, hier durch dieses C gleich 1. Dann noch als hübschen Effekt habe ich hier noch hinzugefügt, dass dann auch Partikel erzeugt werden, diese Portalpartikel. Das lässt das Ganze noch ein bisschen interessanter aussehen und passt ja auch dazu, dass es ein schwarzes Loch ist und Objekte anzieht. Aber natürlich hat dieses Item auch seine Nachteile. Erstens kriegt man es nur im Creative und zweitens gibt es ja nicht nur diese Objekte, sondern es gibt auch viele weitere Objekte. Gemälde, Rahmen und Rüstungsständer sind auch Objekte. Das heißt, wenn ich mir hier jetzt mal ein Gemälde schnappe und da hinten hingehe und hier eins setze, dann zerstört das schwarze Loch auch dieses Gemälde. Das ist natürlich nicht so toll, wenn ich das jetzt da drüben fallen lassen würde. Dann würden die ganzen Gemälde verschwinden und die habe ich sorgfältig rausgesucht. Ja, ich habe ein bisschen mit dem Resource Pack rumgespielt, aber das wahrscheinlich in einem weiteren Video. Also, damit das nicht passiert, kann man aber einfach hier diesem Objekt noch den Tag hinzufügen, ist Black Hole, und wie ihr eben gesehen habt, werden die dann nicht vom Teleportieren beeinflusst. Das heißt, das Gemälde kann einfach hängen bleiben, ohne dass es kaputt geht. Jedes weitere würde natürlich entfernt werden. Also, wie gesagt, etwas Vorsicht walten lassen mit diesem Item. Ist aber dann, wenn man es hat und an manchen Situationen dann auch braucht, wirklich hilfreich. So. Und das war's auch eigentlich schon, worum es in diesem Video gehen sollte. Aber noch ein kleines... Oh, was war das? Noch ein bisschen zum Zusatz. Etwas, was ich so als Spielerei gemacht habe. Und ich habe einfach mal aus Spaß hier diesen XP Orbs No Gravity 1 gegeben, damit sie halt nicht auf den Boden fallen. Und wenn man sich dann annähert, kann man mit dieser Anziehung zum Spieler sehr interessante Formen machen. Wenn ich jetzt so nach oben fliege, dann ziehe ich eine Kurve nach oben. Oh. Eben hatte ich das noch ein bisschen besser hingekriegt. Da könnte man eine recht interessante Mechanik mit basteln. Vielleicht hatte einer von euch eine Idee, macht da selber irgendwas. Mal schauen. So, also wenn euch hier diese Map interessiert, dann könnt ihr euch die gerne runterladen. Die werde ich auch regelmäßig aktualisieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Und dann könnt ihr hier euch ein bisschen die Mechaniken und alles Mögliche, was ich hier in letzter Zeit gebaut habe, mal angucken. Hier befinden sich aber wirklich nur die Sachen, die noch in 1.9 und 1.10 funktionieren. Die 1.8er Sachen habe ich alle entfernt. Die haben sich hier so in dem Bereich befunden, aber die funktionieren ja jetzt nicht mehr. Ja. Und das war's dann auch mit dem Video für Juni. Danke fürs Zuschauen
und tschüss.